Okay, hallo. Ja, wir sind hier auf dem Chaos Communication Kongress, der jährlich zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet. Ich bin René und das ist Matthias. Wir kommen aus Rostock vom OpenNet. Das ist eine Freifunkinitiative dort. Und deshalb sind wir hierher gekommen, weil sich eine Menge Leute von solchen Initiativen hier treffen. Ja, wir wollen euch ein bisschen was erzählen über Rostock, was so passiert ist letztes Jahr, letzte Jahre. Eigentlich machen wir natürlich das Gleiche wie in den anderen Städten auch, aber jede Stadt hat so ihre Besonderheiten. René und ich sind eigentlich seit fast Anfang an dabei, das sind auch jetzt schon das dritte Jahr. Los ging es, Kooperation mit der Uni in Rostock, ein Stadtteil, wo es absolut kein Internet gab, wie immer nur Opalnetz und langweilige Netze, wo nichts passiert. Ja, genug Leute, die Frust haben, die was anfangen wollten, und irgendwie haben wir den Anschluss gefunden zu Freifunk und haben uns einfach angeguckt, was macht die Technik da, was können wir machen. Ja, so ging es los. Ja, die Freifunknetze, das merkt man, wenn man praktisch auf Deutschland guckt und mal von oben guckt, dann sieht man, viele Städte haben ein eigenes Freifunknetz, aber alle sind ein bisschen verschieden. Und so hat auch unser Netz eine eigene Geschichte. Es ist ein Netz, was eigentlich aus einer Idee oder Realisierungsidee von der Uni entstanden ist und was dann als Effekt, weil die Uni das nicht machen konnte, als Community-Netz etabliert wurde. Alle Leute im Netz hatten praktisch das Recht der Mitbestimmung in der Gestaltung des Netzes, weil eben klar war, das ist keine eigene Uni-Aufgabe, Leute mit Internet zu versorgen. Naja, und so wie sich andere Netze entwickelt haben, hat sich unser Netz auch entwickelt. Und nach etwa 2,5 Jahren, ist es wohl jetzt alt, haben wir in unserem Netz ungefähr 150 Nutzer, wenn ich richtig finde. Ja. Und das Netz ist mittlerweile sehr stark an die Idee von einem Freifunknetz angekoppelt worden. Also wir haben ein Netz, was den Nutzern gehört, wo die Nutzer, wenn sie wollen, ihre Daten durchschicken können und natürlich, wo die Nutzer auch Internet bekommen können. Und alles ist Eigentum der Nutzer. Also niemand ist da, der zentral sagen kann, wir machen das jetzt so oder nicht so, sondern diese 150 Leute diskutieren miteinander, wie das Netz weiterentwickelt werden soll. Und es ist eine schöne Community geworden. Wie läuft das mit der Finanzierung im Netz? Also gibt es einen zentralen Upload oder auch nicht? Also in Berlin ist ja alles ganz offen. Und kannst du darüber noch was sagen oder könnt ihr darüber noch? Also das ist vielleicht auch das, was René ja schon gesagt hat, dass wir eigentlich jetzt immer mehr, sag ich mal, auch wirklich zu den Freifunkideen gekommen sind. Am Anfang einfach auch aus dem Mangel an Netzanschlüssen haben wir, sag mal, ziemlich kommerziell, wenn man das so sagen kann, angefangen. Wir haben einfach gesagt, jeder haut 5 Euro in einen gemeinsamen Topf. Wer mitmachen möchte, das waren quasi die ersten 20 Leute. Und die ersten 20 Leute sind auch heute natürlich irgendwo noch der Kern, der immer noch die Idee trägt. Jetzt sind Überlegungen, müssen es eigentlich 5 Euro sein, können es nicht 2 oder 1 sein oder kann der eine ganz und der andere bezahlt. Also momentan ist es so, dass nach wie vor jeder monatlich was dazu beiträgt, dass das Netz ausgebaut werden kann. Und was wir jetzt in den letzten Monaten geschafft haben, ist immer mehr Leute zu gewinnen, die auch frei ihre Anschlüsse zur Verfügung stellen, weil jetzt gibt es einfach auch Leute, die Internet haben können, und wenn die Idee stimmt, dann geben sie auch ihr Internet her. Wie habt ihr euch organisiert in Rostock? Formal ist es ein Verein, das ist ja die deutsche Tradition, Leute, die sich zusammensetzen, gründen einen Verein. Das ist in Rostock vom Anfang an her ein sehr formaler Verein gewesen, weil klar war, die Struktur des Netzes war nicht von Anfang an als offenes Netz geplant, sondern doch schon ein sehr vereinseigenes Netz. Hauptsächlich als selbstgemachtes Netz, das war eigentlich der Anfang. Wir machen was selbst, wir wollen es anfassen, wir wollen verstehen, wie es geht, wir wollen die Antennen bauen. Wir wollen das auch anderen zeigen, wie es geht. Die müssen ja auch nicht beim Netz mitmachen. Also das war auch so die Idee, die öffentlichen Workshops zu machen. Einfach auch zu zeigen in der Region, man kann was selber anfassen, man kann da was tun. Und als Effekt nebenher haben wir halt das Netz betrieben. Mittlerweile ist es so, dass in dem Verein auch nicht nur natürliche Personen drin sind, sondern beispielsweise auch eine Radiostation, eine Lokale mit drin ist, die auch die Idee unterstützt. Also es ist eine Community geworden, die weit über dieses, was man sich eigentlich unter einem Verein vorstellt, hinausgeht. Der Verein stellt uns aber im Moment noch sicher, dass wir ein regelmäßiges
Finanzbudget haben, mit dem wir die Internetzugänge, die der Verein betreibt, finanzieren können. Das heißt, wir haben durchaus eine Finanzbasis, und das ist ein Vorteil im Vergleich zu anderen Freifunkinitiativen, dass wir eine Finanzbasis haben, um vom Verein her eine Infrastruktur aufzubauen. Also wenn ein Dorf aus der Umgebung sagt, wir brauchen Internet und wir haben aber jetzt hier 5 Leute und können uns nicht leisten, den Link aufzubauen zum Nachbardorf, dann sind wir schon in der Lage, das vorzufinanzieren und zu sagen, okay, wir sind, wenn ihr euch als Verein begreift, als Teil des Vereins begreift, dann könnt ihr natürlich auch die Leistung des Vereins in Anspruch nehmen. Und in der Hinsicht hat sich die Vereinsidee eigentlich gut ausgezahlt. Wie sind eure Verbindungen jetzt zu anderen Communities in Deutschland, vielleicht auch in der Welt? Also ihr benutzt die gleiche Software, natürlich die gleichen Ideen. Könnt ihr darüber noch ein bisschen was sagen? Also was man vielleicht softwaremäßig sagen kann, wir sind sehr nah bei OpenWRT. Also sagen wir mal, unsere Community ist Ideenfreifunk, guckt man sich alles an, wie läuft das da, OLSR ist keine Frage. Haben wir auch am Anfang experimentiert, irgendwann bleibt man bei OLSR. Ansonsten haben wir unsere Firmware, alles was wir benutzen, halt direkt auf OpenWRT aufgesetzt und versuchen da eigentlich am Ball zu bleiben. Wir spielen jetzt eben auch viel mit Kamikaze, geben da auch Feedback zurück, schreiben Bug-Reports und so weiter. Ja, abgesehen von diesen technischen Details ist es schon so, dass die Community eben gewachsen ist. Und dadurch, dass die Netze sich alle verändert haben, war auch für jedes einzelne Netz klar, dass die Idee, die das Netz am Anfang hatte, nicht die ultimative ist, die dauerhaft und für alle Netze gilt. Und so haben sich eben alle Netze in Deutschland erstmal angenähert. Und mittlerweile hat sich eben auch die Idee sehr stark in anderen Ländern festgesetzt, sodass eben auch international ganz viele Orte zusammenkommen. Und während es solche Netze natürlich in Europa in vielen Ländern gibt und auch in Amerika, sind im Moment gerade eine Menge Entwicklungsländer dabei, die Ideen aufzunehmen, weil das natürlich eine optimale Lösung ist, um dezentral Communities mit Internet zu versorgen. Also das ist für mich halt auch so der Punkt, wo wir immer sagen, wie geht es eigentlich bei uns weiter? Und unser Gefühl ist, ja, wir haben jetzt, sag ich mal, ein ziemlich dominantes Stadtnetz, aber vermutlich wird das nicht das sein, was noch 20 Jahre bestehen wird, sondern was für unsere Region wahrscheinlich das Wichtigste ist. Wir sind ja auch ein ziemlich Flächenland, einkommensmäßig immer ziemlich weit unten, sodass eigentlich unser Gefühl ist, dass gerade die ganzen umliegenden Dörfer, Städte und so, das, sag ich mal, Potenzial ist, wo was passiert, wo es sich lohnt, auch Arbeit reinzustecken, die Leute irgendwie zu befähigen, wie das Ganze geht und die vielleicht zu einem Treffen nach Rostock zu bringen. Klar, das gehört dazu, wie wir von Rostock nach Berlin kommen. Und da sehen wir eigentlich so die Zukunft. Ob das in der Stadt jetzt, wir sind jetzt auf so einem Level, das ist ziemlich konstant seit fast einem Jahr. Es kommen immer gleich viele dazu und springen, sag ich mal, auch gleich viele wieder ab. Und meine Vermutung ist, das bleibt so. Also es gibt noch mehr Stadtteile, die wahrscheinlich dazukommen, aber dafür wird es vielleicht in dem dominanten Stadtteil, wo so das Studentenleben ist, vielleicht auch wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ähnlich ist. Sobald Internet flächendeckend da ist, muss man auch seine Ausrichtung wieder ändern. Ja. Also was ist, genau, du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Zukunftsideen. Ja? Was ist für dich wichtig bei freien Netzen? Also warum freie Netze und welche Probleme gilt es zu lösen? Na, was für mich das Wichtigste ist, dass ich dort machen kann, was ich will. Also dass mir nicht jemand anders sagt, du machst das jetzt so, du musst dort deine Daten hinschicken, dass ich nicht weiß, was mit meinen Daten passiert. Ich möchte auch unabhängig sein. Also wenn ich sage, heute schicke ich meine Daten an der Stelle ins Internet, dann möchte ich das einfach machen können. Und ich möchte mich auch in meiner Nachbarschaft irgendwo mit den Leuten kommunizieren, mich mit denen bewegen. Und ich denke, diese Nachbarschaft ist eigentlich das Wichtigste. Also ich kenne jetzt 20 Leute in meiner Straße, vorher habe ich da überhaupt keinen gekannt. Und so kann man sich dann auch wieder auf anderer Basis helfen. Also wie es Tauschringe gibt, mit denen wir in der Community auch viele haben, wie es ein offenes Radio gibt, zu dem man dann auch wirklich mal hingeht, weil man muss mit denen auch was machen, weil man sich nämlich verabreden muss wegen Internet oder was auch immer wir über das Netz machen. Einfach lokal wieder zusammenzukommen. Und das Netz ist ein Teil, um da zusammenzukommen, wie man sich in seiner Freizeit halt auch treffen kann. Ja, für mich ist es genau derselbe Grund. Also die technischen Sachen, die sind natürlich für mich persönlich interessant, weil ich mich, ich bin technikbegeistert und ich liebe es, mit Technik rumzuspielen. Aber was eigentlich der Grund ist, warum ich das Netz so liebe, ist, weil es ein soziales Netz ist, auch ein Bildungsnetz. Also so ein Netzwerk von Leuten, die auf unterschiedlichen Ebenen versuchen zu lernen über Technologie und zu verstehen, zu begreifen, was eigentlich passiert, wenn sie mit dem Computer ins Internet gehen. Das ist eine Sache, die hat man eigentlich in so einer Community viel stärker. Und man merkt eben, dass man nicht nur selber lernt,
in dem technischen Bereich, in dem man das Netz weiterentwickelt, sondern dass auch alle anderen Leute, die vorher Angst hatten, einen Rechner ans Internet anzuschließen, dass die lernen und ein Bewusstsein entwickeln, was Internet ist. Und das ist natürlich viel mehr, als jeder andere Provider bieten kann. Ja. Und deshalb finde ich was, die Idee, was für mich da eben auch wichtig ist, dass man zwar mit den Leuten was macht, aber man muss auch sagen können, man möchte jetzt auch mal aussteigen. Also ja. Das ist wiederum die Sache so, wo alle mehr über Mesh sprechen, also über Mesh halte ich dafür auch die Kultur dazu, dass eben ich sagen kann, ich kann rausspringen, neuer kann reinkommen. Also das ist ja auch sowohl die Business-Basis, die Kommunikation, die Netzinfrastruktur, das muss alles möglichst so passen, um dann wieder, sag ich mal jetzt, du fragtest nach Zukunft, wenn das da ist, klappt der Rest halt auch und ich muss mich auch zurückziehen können. Und da, das denke ich mal, ist vielleicht auch das Thema, was man immer als Problem sehen muss. Die einen sind die Technikbegeisterten, wie jetzt René zum Beispiel sagt, es muss auch genug andere Begeisterte geben, die ja andere Sachen der Community gut finden, dass man einen guten Querschnitt hat, nicht einfach nur noch ein paar Techniker, die ihr Tun da tun, sondern das Ganze auch leben. Ja, weil du gerade sagst, mit Zurückziehen aus dem Netzwerk, also ich selbst war ja in den letzten paar Monaten in Indien und für mich war es auch so, ich war im Netzwerk sehr stark engagiert, ich habe die Firmware, die bei uns lokal läuft, programmiert und oder angepasst. Und auf jeden Fall ist klar, man kommt in irgendeine Position und man weiß gar nicht, wie robust so eine Netzwerkstruktur ist, wenn man geht. Und für mich war es sehr schön, in Indien feststellen zu können, dass das Netzwerk einfach super weiterläuft. Andere Leute füllen die Lücken, die man lässt. Und das ist das Schöne an einem community-organisierten Netzwerk, weil in dem Moment, wo es einen Bedarf gibt, dann findet sich eine Lösung für diesen Bedarf. Und das ist was, wenn man sich vorstellt, man hätte das als Job, das wäre mein Job gewesen, dann hätte ich persönlich mein Leben damit abstimmen müssen, ob ich das kann oder nicht. Und so war klar, ich hatte das Vertrauen in die Community und andere Leute haben einfach die Aufgabe übernommen und es lief super, ich bin nicht. Also ich denke so, dass solange das läuft, geht es auch mit Freifunk weiter. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Satz für uns aus Rostock. Noch ganz kurz zum Abschluss, wie lief es in Indien? Was hast du da genau gemacht? In Indien war ich beim World Summit of Free Information Infrastructure. Das war ein Treffen, wo eine ganze Menge Leute, etwa 300 von überall auf der Welt, natürlich heißt das ganz klar, aus den hochentwickelten Ländern waren mehr, weil die Tickets für die Leute billiger sind. Aber es waren auch Leute aus Afrika, aus Lateinamerika da, natürlich viele aus Indien. Und dort wurden die Potenziale von solchen Community-Netzwerken zur Versorgung von Leuten mit Kommunikationsinfrastruktur, was oft nicht unbedingt direkt Internet als erstes heißt, sondern häufig auch Telefon. Also was habt ihr da jetzt konkret gemacht? In diesem Treffen wurden ein paar Workshops abgehalten. Okay. Und dort wurde erstmal erklärt, wie baut man so ein Mesh auf. Und konnten danach die anderen das schon selber machen oder musstet ihr jetzt daneben stehen und... Die Technik mitgebracht oder hatten die auch was? Die Technologie ist relativ neu für Indien. Das heißt, die meisten Leute waren sehr überrascht von den Potenzialen. Okay. Und das waren schon Hands-on-Workshops, also schon Workshops, wo die Leute aktiv das Netzwerk aufgebaut hatten. Aber es gab doch in der Folge, das hat man an E-Mails gemerkt, doch noch Unsicherheiten in den Details, wie einfach das reproduzierbar ist. Okay. Und es sind mehrere Gruppen dann von diesem Treffen, was im Norden im Himalaya in Dharamsala war, sind mehrere Gruppen los. Und als Effekt von diesem Treffen ist praktisch ein Netz in Goa aufgebaut worden von den Freifunkleuten aus Berlin hauptsächlich. Und ich war selbst bei einer Gruppe dabei. Wir sind nach Trivandrum, Kerala, auch im Süden gefahren und haben dort ein Netzwerk aufgebaut. Und das sind praktisch jetzt als Sie Ergebnis... Das, aber das ist für mich nochmal wichtig. Habt ihr das mit deren Technik gemacht oder mit unserer Technik? Mit deren Technik. Also praktisch okay. Vor Ort. Die Mesh-Idee war grundlegend zu sagen, das gucken, klappt nur, da wenn ist. Die Leute selbst ihre Technik besorgen und selbst sich dafür verantwortlich fühlen und lokale Lösungen etablieren. Und natürlich sieht das im Technischen häufig ähnlich aus, weil wir ja die Idee hingebracht haben, aber es wird adaptiert. Es wird so adaptiert, dass es vor Ort läuft. Und es sind schon, man fühlt sich ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, ob Mentor der richtige Begriff ist, aber eigentlich ist es nicht, man geht hin und baut das Netzwerk auf, sondern man geht hin, klopft den Leuten regelmäßig auf die Schulter und sagt, ja, das muss auf Augenhöhe sein, weil sonst kommen auch keine Fragen zurück und man hat auch kein Feedback wahrscheinlich. Und so muss ich sagen, also war ein super Ausflug nach Indien und jetzt, wo ich zurück bin, sage ich, gut, es laufen zwei Mesh-Netzwerke dort in Indien und das ist natürlich ein schöner Effekt für so eine Konferenz und ich hoffe, dass das dort, weil es aus meiner Sicht eine Idee ist, die sehr geeignet ist für so ein riesiges Land wie Indien, dass das dort wirklich einen großen Schub macht und dass Mesh-Netzwerke die Zukunft in Indien mit
kriegen. Und das Ganze läuft natürlich auf Open Source Software, die auch zu großen Teilen in Deutschland, Europa oder westlichen Welt entwickelt wurde, ja? Ja. Ich kann gar nicht sagen, wo jetzt genau OpenWRT, was die Basis ist, die auf diesen Access Points läuft. Wo das genau entwickelt wird, sind Leute aus Deutschland beteiligt. Ich glaube auch aus Amerika, Ja. Aber wie es so ist bei Open Source Software, es ist gar nicht da so richtig. Da fragt man am besten die OpenWRT-Leute selbst. Wo die Leute sitzen. Schön ist, dass die Produkte da sind und dass sie gut funktionieren, dass es eine super Arbeit ist von den Leuten, die sich um die Hardware-Ebene kümmern. Und natürlich auch eine super Arbeit von der Freifunk-Community aus Berlin. Die, wo Sven Ola praktisch der ist, der das am meisten das Programmieren in die Hand nimmt, Elektra, die Algorithmen bearbeitet und eine sehr stabile, praktisch einsetzbare Software existiert, Open Source, frei verfügbar und das natürlich ideal ist für Entwicklungsländer oder Länder, in denen klar ist, die Leute haben nicht das finanzielle Potenzial, sich eine teure Softwarelösung zu leisten. Ja. Also es ist ja dann ein gutes Beispiel für Entwicklungsarbeit von normalen Bürgern. Sozusagen, ohne große Organisation, ja? Ja, praktisch würde ich sagen, im Effekt schon. Es ist natürlich nicht unbedingt von der ersten Intention her eine Entwicklungsarbeit gewesen, aber es zeigt sich, dass genau diese Community-Lösung und damit auch Open-Source-Ansätze natürlich ideal sind für Länder, die sich andere Ansätze gar nicht leisten können. Und wenn man dann zurückguckt, wo es in Deutschland relevant ist und wo wir sagen, wo in Deutschland die Zukunft ist, dann sind es ja auch die Dörfer, wo das finanzielle Potenzial einfach nicht. Du meinst, dass wir von Indien her was lernen können? Oder wie lange werden die brauchen? Ja, ob wir was lernen können, ich denke, wir können schon was lernen. Ob das jetzt. Indien hat eine ganz andere Kultur, mit Problemen umzugehen. Und wenn wir sehen, wenn wir so ein Netz aufbauen wollen. Also, die Kultur wird sich in Deutschland so schnell nicht verbreiten. Denke ich auch. Aber jetzt im technischen Aspekt ist es so, dass in Indien natürlich sehr viele Leute diese Idee faszinierend finden und weiterentwickeln sich wollen. Sich auch schneller reinarbeiten. Ja, aber da ist noch nicht abzusehen, was daraus kommt. Also die Idee ist relativ neu dort und kann ich einfach nicht einschätzen. Aber ich denke, jeder, der sich dann beteiligt, bringt die Idee in irgendeine Richtung und natürlich werden wir da auch eine Menge von Indien lernen, hoffe ich. Ja, okay, super. Dankeschön und viel Erfolg weiterhin für euer Projekt. Ja, danke. Tschüss.